Tür im Hintergrund mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Jawohl! Seht ihr den Alex Böhm, unseren Sportlehrer aus der Reichsapfelgasse, und seinen Sohn Aram? Und die helfen uns ganz viel, euch tolle Bewegungsübungen vorzuzeigen. Auf geht's, Drax! Ass! Ich auch! Diese Übung ist für die Schultermuskulatur und für die Rotatorenmanschette. Du drehst einen Arm nach hinten und den anderen Arm in die gegengesetzte Richtung nach vorne. Dann wird langsam gewechselt. Wie du siehst, Aaron bewegt einen Arm nach hinten, den anderen nach vorne. Wichtig ist, dass du den Oberarm drehst, nicht nur die Hand und den Unterarm. Wenn das gut geht, versuchst du das mit Gleichgewicht zu kombinieren. Eins. Du hebst das Knie, 2, du drehst, streckst das Bein durch, 3, abwinkeln, 4, abstellen, dann Beinwechsel, 1. Und jedes Mal, 2, beim Zählen drehst du die Arme, 3, 4. Gridstand, und wir berühren jetzt abwechselnd gegengleich mit der Hand, mit den Fingerspitzen, die Fußspitzen und schauen, dass der Körper immer dazwischen aufgerichtet wird. Atmen nicht vergessen. Eins, zwei, drei, vier, 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 eins, zwei, drei, vier. Und man kann das noch steigern, indem man die Faust abwechselnd gerade und seitwärts wegstreckt. Ebenfalls zum Aufwärmen eignet sich das Schnurspringen ohne Schnur. Hier siehst du schon mal die unsichtbare Schnur. Schön langsam sollte der Arm zu springen auch beginnen. Also du siehst, man kann auch ohne Schnur Schnur springen. Man kann ein bisschen höher springen dabei, wenn man will. Nächste Übung, um die Rückenmuskeln zu kräftigen, abwechselnd das Bein heben, halten, bis 5 zählen und dann wechseln. Du zählst bis 5, hältst das Bein, versuchst stehen zu bleiben und dann zu wechseln. Aus dieser Position kann man auch den Skorpion machen, indem du das Bein nach vorne ziehst und versuchst den Boden nicht zu berühren. Abwechselnd einmal rechts und links. Und kurz in der Position verharren. Diese Übung nennt sich Two-in-One. Aus der Stützposition auf einem erhöhten Untergrund, wenn es keinen gibt, kannst du es auch mal ohne probieren. Zumindest diese Übung, wird das bodenfernere Bein abgestreckt. Wird natürlich auf beide Seiten gemacht. Und die zweite Variante ist, das bodenfernere Bein ist nur auf der Bank und das untere Bein wird unten rangeführt. Von der Liegestützposition aus anhocken, zurückgreifen und schön anhocken, nicht anhocken. Mit Bauchmuskelübungen geht es weiter. Hier geht es einfach nur darum, den Oberkörper aufzurollen bei leicht abgewinkelten Knien. Jetzt kommen Beine anheben in gestreckter Position bis zur 90-Grad-Position, ohne abzusetzen. Dann wird abwechselnd mit der rechten und mit der linken Hand zu den Fußspitzen gegriffen.
Hier haben wir eine ähnliche Übung, wie wir schon einiges gehabt haben, mit Knie zu Ellbogen, in dem Fall in der Liegesitzposition. Beachte bitte, die Füße werden nicht abgesetzt. Als nächster zeigt uns Arend den Wurm. Arme durchstrecken, Beine durchstrecken, dann so spannen, dass die Schultern vom Boden weg sind und die Oberschenkel weg sind. Und dann versuchst du zu wippen. Sollte das zu einfach sein, dann gibt es auch eine schwierigere Version des Wurmes. Die werden wir gleich von Aran sehen. Bitte aufpassen, wenn du das in der Wohnung machst, dass keine Gegenstände im Weg sind. Kräftigungsübungen mit Flaschen können größere oder kleinere Flaschen sein, sollten nicht zu schwer sein. Erste Übung. Schulter gegen gleich kreisen, das heißt, du drehst den Arm, zuerst durchstrecken beide Arme, dann drehe ich den kompletten linken Arm nach vorne und rechts nach hinten wird in der Schulter gedreht und dann wechseln. Immer darauf achten, dass die Flaschen gut zugeschraubt sind, langsame Übung, schau, dass deine Arme in Schulterhöhe bleiben, bitte. 10 bis 20 Mal. Dann kurze Pause. Nächste Übung. Hände hoch. Wichtig ist, Oberarme sind in Schulterhöhe. Arm auf der Seite. Vorsichtig Arme hinaufgeben und dann schiebst du die Flaschen übereinander und schließt deine Ohren mit den Oberarmen ein. Wieder hinunter. Hinauf. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen, einatmen. Auch 10 bis 15 Mal, dann kurze Pause. Nächste Übung, Oberkörper ein bisschen nach vorne. Flaschenhälse zeigen zueinander. Gerade Rücken, seitlich hochheben. Dabei zeigt der Flaschenhals von beiden Flaschen nach unten. In Schulterhöhe. Wieder zusammenführen, nicht zu stark. Die Flasche soll nicht brechen. Du kannst aber auch eine Plastikflasche nehmen. Seitlich hoch. Und seitlich hoch. Wichtig ist, dass die Flaschenhälse beide nach unten zeigen. Diese Übungen können auch kombiniert werden. Das heißt, seitheben, oben zusammen. Seitheben, oben zusammen. Eine Reaktionsübung. Wichtig ist, dass der Ball immer auf derselben Position bleibt und du versuchst, bevor der Ball hinunterfällt, den Ball zu greifen. Bevor er hinunterfällt, greifen. Also nicht in die Höhe gehen, sondern öffnen, schnell hingreifen. Öffnen, schnell hingreifen. Und wenn das geht, schnell hintereinander. Mit zwei Bällen geht das auch. Als Vorübung. Und dann. Und wer von euch so jonglieren können möchte, wie unser Sportlehrer Alex das hier vorzeigt, das ist ja schon zirkusreif, der passt jetzt besonders gut auf. Wichtig ist als erster mit einem Ball in einer Hand fangen und dann immer die Hände abwechseln. Wichtig ist, dass du in Augenhöhe den Ball passt, nicht zu hoch wirfst, aber auch nicht zu flach wirfst. Dann nimmst du einen zweiten Ball dazu, wobei einen, du wirfst immer den zweiten Ball dann weg, wenn der erste in höchster Position ist und am Anfang lässt du ihn fallen. Das heißt, du fängst nur einen Ball von beiden, den anderen lässt du am Boden fallen.
Wichtig, zuerst einen wegwerfen am höchsten Punkt von dem ersten Ball, wirfst du den beiden. Arm macht das sehr gut. Dann versuchst du den Ball zu fangen. Du siehst erst den zweiten Ball wegwerfen, wenn der erste in der Luft ist. Und mit beiden Armen machst du eine runde Bewegung jeweils einwärts. Wenn das gut funktioniert, nimmst du drei Bälle, in einer Hand zwei Bälle. Dort, wo du zwei Bälle hältst, wirfst du das erste den Ball in die Höhe. Dann folgt der zweite mit der anderen Hand. Und wir vier wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Also, ich hatte nicht nur Spaß.